Halli, hallo, Hallöchen, meine liebsten Freunde. Ja, es ist endlich soweit. Kingdom Hearts 2 Final Mix steht vor der Matte, meine lieben Freunde. So lange, so viele Spiele kamen davor von Kingdom Hearts, so lange mussten wir warten. Und jetzt ist es endlich da, mein Lieblings-Kingdom Hearts-Teil. Teil 2 und dann auch noch in der verbesserten Final Mix-Variante, die im Gegensatz zu Teil 1 viel mehr bietet, finde ich. Und ja, meine lieben Freunde, ich freue mich so dermaßen auf dieses Spiel. Und wie die meisten wissen, auch im 2.5 HD Remix wurde nicht die deutsche Synchro verwendet für Kingdom Hearts 2 Final Mix. Allerdings bin ich deswegen ein bisschen sauer. Und ich werde mich den Gedanken von Square Enix da nicht beugen, dass sie sagen, ihr müsst so spielen, wie wir es wollen, und zwar mit der englischen Synchro. Ich werde einfach einen kleinen Trick anwenden, sodass wir trotzdem größtmöglich, wie es eben im Final Mix geht, die deutsche Synchro haben werden. Wie das gehen soll, das erkläre ich euch nach dem Intro. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir starten wieder mal natürlich auf Profi. Ab diesem Spiel gibt es auch Veteran, gab es ja auch bei Birth by Sleep schon. Aber, naja, da steht auch schon. Zu Beginn sind unter anderem einige Abilities bereits verfügbar. Erleichtert das Freischalten des geheimen Endes erheblich. Aber auf Profi ist es genauso einfach, das geheime Ende zu bekommen. Und auf Veteran, so wie ich das mitgekriegt habe, ihr macht halb so viel Schaden. Die Gegner machen doppelt so viel Schaden, war das, glaube ich. Und ihr kriegt auch nur halb so viele Erfahrungspunkte. Einziger Vorteil, man kriegt ein paar, wie da steht, einige Abilities mehr, die man halt in den anderen drei Spielständen nicht so bekommen würde, aber man bekommt sie, aber man bekommt von diesem Ability halt viermal, glaube ich, dieses Ability, was halt beim Farmen sehr praktisch ist, aber man schafft es auch ohne diese Abilities ganz gut, die Sachen zu farmen, die man braucht. Deswegen ohne weitere Umschweife, meine lieben Freunde, Profi, Vibration natürlich wieder mal aus. Und ich würde mal sagen, meine lieben Freunde, genießt das Full HD Remake des besten Kingdom Hearts Spiels, das bis jetzt kreiert wurde. Los geht's! Ein Traum in alle Winde verstreut, eine verblassende Erinnerung. Eine verblassende Erinnerung wie ein in alle Winde verstreuter Traum. Ich möchte diese Bruchstücke zusammenfügen. Deine und meine. Thank you.
Ich habe dich erwartet. Ich habe ihn getroffen. Er ähnelt dir wirklich sehr. Alles, was übrig ist, oder vielleicht gab es auch nie mehr. Mein Name ist bedeutungslos. Was ist mit dir? Erinnerst du dich an deinen wahren Namen? Sora? Hast du mich erschreckt, Kai? Du gibst schon auf? Wenn es da draußen noch andere Welten gibt, warum sind wir dann in der hier gelandet? Diese Welt ist verbunden worden. Wer ist da? Verbunden mit der Dunkelheit. Sora, bleib immer wie du bist. Die Tür hat sich geöffnet. Was? Du begreifst noch überhaupt nichts. Sora. Schon wieder träume ich von ihm. Erster Tag. Leute, stinkt euch das nicht auch? Ja, das ist eine Frechheit. Diesmal ist Cypher zu weit gegangen. Es stimmt ja, dass Sachen in der Stadt gestohlen wurden. Und wir und Cyphers Bande waren uns noch nie grün. Kein Wunder also, dass er glaubt, wir stecken dahinter. Das kann er halten, wie er will. Aber das ist es ja auch nicht, was mich so aufregt. Was mich wirklich aufregt, ist, dass sie überall in der Stadt herum erzählen, wir seien die Diebe. Jetzt behandelt uns die ganze Stadt wie irgendwelche Verbrecher. Wart ihr schon mal im Leben so sauer? Also ich noch nicht. Nein, noch nie. Ach, was unternehmen wir also, Leute? Also, wir könnten die echten Diebe finden. Damit wäre unsere Unschuld bewiesen. Ja, klingt nach einer prima Idee. Aber was ist mit Cypher? Zuerst müssen wir unsere Namen reinwaschen. Wenn wir die echten Schuldigen finden, dann werden wir hoffentlich Ruhe haben. Oh nein! Es ist weg! Unser ist weg! Was? Unser weg? Ihr könnt nicht sagen? Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Dass unser weg ist.
Gestohlen. Und nicht nur das, auch das Wort wurde uns geklaut. Was für ein Dieb ist denn das? Also Cypher wäre dazu niemals fähig. Ja. Los, gehen wir der Sache auf den Grund. Sein Herz kehrt zurück. Schon bald wird er erwachen. Roxas, komm! Hier drüben. Ja, okay, meine lieben Freunde. Bewege den linken Stick zum Anschlag, damit er läuft. Und nur leicht, dann wird er langsamer und springe mit Kreis. Das kennen wir doch alles. Wir müssen zum Rüstungsladen gehen. Und wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen soll, dann start. Okay, alles klar. Ja, wer sind wir denn? Wir sind ja ein ganz anderer auf einmal. Wir haben zwar im Intro eigentlich Teil 1 und Chain of Memories gesehen, was ich ja bereits LP'd habe. Falls ihr nicht wisst, was das alles sein sollte, guckt euch gerne das LP dazu an. Aber jetzt sind wir gar nicht mehr Sora, sondern jemand namens Roxas. Jetzt könnte man sagen, du hättest vor diesem Spiel noch 358,5 Tage spielen sollen. Also 358 Days Over 2, so heißt das, glaube ich, wenn man es richtig ausspricht. Aber für mich ist das der schlechteste Kingdom Hearts Teil und ich persönlich habe ihn auch nur storymäßig durchgespielt, ich habe aber nie so 100% daraus gekitzelt, weil es mich echt nicht interessiert hat. Und in dem Spiel geht es halt hauptsächlich um Roxas. Vor Kingdom Hearts 2 spielt das natürlich, das spielt so zeitgleich mit Chain of Memories fast, könnte man sagen. Was ich jetzt dazu aber noch sagen kann, dieses Spiel spielt circa ein Jahr nach Teil 1. Wir wissen ja, in Chain of Memories, als Sora Namine erreicht hat, hat er sich dazu entschlossen, seine wahren Erinnerungen wiederherzustellen und wurde in einen Tiefschlaf versetzt. Und vermutlich schläft er jetzt immer noch. Und ja, deswegen spielen wir jetzt einen anderen namens Roxas. Wer das ist, wir werden es noch herausfinden. Aber auf jeden Fall, ja, wir wissen es. Wir sind in Twilight Town, das haben wir in Chain of Memories auch gesehen. Sora konnte mit der Stadt ja nichts anfangen, aber anscheinend ist das die Heimatstadt von Roxas. Würde ich jetzt mal so von ausgehen. Und er sieht ziemlich cool aus. Und ja, zweite Sache, die man gleich sehen würde, wenn man Birth by Sleep bei mir geguckt hat. Er sieht ein bisschen so aus wie Ventus. Warum das wiederum so ist, das erkläre ich euch gerne noch, aber nicht jetzt, weil dafür würde ich euch zu viel vorwegnehmen und er bindet sich irgendwie sehr komisch seine Schuhe zu. Aber egal, meine lieben Freunde. Erstmal auf zum Rüstungsladen. Berührst du im Sprung oder im Fall die Kante eines Gebäudes, kannst du dich festhalten und hochziehen. Wenn du diese Technik an, um Zugang zu verschiedenen Orten zu bekommen. Warum sagt man mir das jetzt? Ist ja auch egal. Dann wollen wir mal mit der Suche anfangen. Hey Roxas. Hätte nicht gedacht, dass du sowas machen würdest. Wir haben nichts gestohlen, klar? Ich würde euch ja gerne glauben, aber wer sonst würde das denn stehlen? Was denn? Als ob ihr das nicht wüsstet. Also ich werde es euch nicht sagen. Geht und fragt beim Accessoire-Laden. Bei der schicken Lady? Okay. Du, 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 du. Na los, Roxas, frag sie. Ich bin so schüchtern. Situationskommandos werden verwendet, um der Situation angemessene Aktionen auszuführen. Gehe zum Accessoire-Laden, woraufhin das Situationskommando Sprechen erscheint. Drücke Dreieck, um mit der Ladenbesitzerin zu sprechen. Sprich mit der Accessoire-Ladenbesitzerin, das kriege ich hin. Und du bist der Rüstungsladen-Typi. Der Veranstalter des Struggle-Turniers ist ein ganz schöner Leuteschinder. Plakate anbringen ist harte Arbeit, das Trump-Forum ist nämlich riesig. Plakate anbringen? Der beste Weg, an Informationen zu kommen, ist zu fragen. Sprich mit möglichst vielen Leuten. Wenn du in der Stadt irgendwelche interessanten Orte findest, sieh dich gut um. Vielleicht stößt du dort auf Informationen, die uns weiterbringen können. Natürlich. Lasst uns die Frau im Accessoire-Laden fragen und mit unserer Suche anfangen. Na klar. Wer bist du denn? So ein kleiner Furz. Du benötigst Geld, um etwa Items zu kaufen. Wann immer du ein paar Taler brauchst, solltest du einen Blick auf das Anschlagbrett mit Aushilfsjobs werfen. Genau wie ich. Lalala. Okay. Cool. Schön für dich. Oh, hallo, Roxas.
Situationskommandos tauchen bei den verschiedensten Gelegenheiten auf und erweisen sich als äußerst nützlich. Benutze Situationskommandos, wann immer es geht. Zum Beispiel in dem Fall Bitch Slap. Ach nee, noch nicht. Oh, du bist es, Roxas. Bitte, enttäusch mich nicht. Du warst immer einer meiner liebsten Kunden. Ich habe Bilder von dir in meinem Zimmer hängen. Was? Ich bin kein Dieb. Na gut. Es ist gar nicht lustig, wenn einen plötzlich alle verdächtigen. Da musst du einen Weg finden, deinen Namen reinzuwaschen. Die Frau vom Süßigkeitenladen ist auch ziemlich enttäuscht von dir. Oh nein, nicht die Alte auch noch. Das kann ja was werden. Roxas, hast du meine Katze irgendwo gesehen? Demenz? Ich dachte, wir wollten über was anderes sprechen. Na egal. Es ist Moots. Bewege die Kamera mit dem rechten Stick. Drücke die R3-Taste, um sie in ihre Ausgangsposition zu bringen. Drücke R1, um bestimmte Dinge anzuvisieren. Wenn du etwas anvisiert hast, wird die Kamera dieses Ziel automatisch im Blickfeld behalten. Visiere die Katze an. Klammern. Das Anvisieren hilft dir, ein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Die Kamera kann währenddessen kontrolliert werden. Drücke R1 erneut, um die Auswahl aufzuheben. Cool. Vielen Dank, Roxas. Ist Ihnen auch etwas gestohlen worden? Aber ja, doch etwas, das mir sehr wichtig ist. Ich versichere Ihnen, wir waren das nicht. Ich glaube euch. Das ist sehr nett, danke. Was hat man Ihnen denn gestohlen? Mein wertvolles What the fuck? Sieht so aus, als würde jemand überall stehlen. Und nicht nur sondern auch das Wort an sich. Das ist kein normaler Dieb. Ob Cypher irgendwas über die Sache weiß? Wir sollten mal mit ihnen reden. Los, auf zum Turnierplatz. Echt mies von euch und so. Ach ja? Starker Konter, Blondschopf. Wie hast du mich genannt? Du kannst uns jetzt unser wiedergeben. Ihr seid die Einzigen, die es klauen würden, klar? Das war nämlich der eindeutige Beweis dafür, dass wir euch Verlierer besiegt haben. Was habt ihr damit gemacht? Es verbrannt? Ha, aber wir brauchen keinen, um zu beweisen, dass ihr Verlierer seid. Neues Match. Meine Rede. Aber wenn ihr euch zu Boden werft und brav entschuldigt, belasse ich es vielleicht dabei. Roxas! Der kleine Schlingel hat doch einen Plan. Haha, der gibt nicht so einfach auf, sonst wäre ich enttäuscht von Roxas gewesen. Okay, anscheinend geht es um irgendeinen Beweis, dass die drei uns vier fertig gemacht haben oder so. Keine Ahnung wie, keine Ahnung wann. Aber meine lieben Freunde, bevor ich hier eine dieser drei Waffen wähle, würde ich mal sagen, ich beende einfach den Part. Ich rede nochmal mit denen hier. Die Waffe rechts sieht nicht schlecht aus. Man verwendet sie oft beim Struggle-Turnier. Es kämpft sich also bestimmt gut damit. Die Waffe rechts? Aha. Struggle-Turnier. Achte genau auf deinen Gegner. Wenn er seine Deckung vernachlässigt, dann schlag zurück. Wenn du das beherzigst, gewinnst du bestimmt. Okay. Wenn ich du wäre, würde ich die Waffe in der Mitte wählen. Cypher hat eine Lektion verdient. Die Waffe in der Mitte? Aha. Mit euch kann ich auch reden, cool. Cypher hat es nicht nötig, euch ernst zu nehmen, klar? Seine stärkste Attacke wendet er nur an, wenn er sich in der Enge getrieben fühlt, klar? Okay. Du willst es also wissen, was? Such dir in Ruhe eine Waffe aus, macht doch sowieso keinen Unterschied. Okay. Ein Kinderspiel. Ah ja. Cypher ist echt stark, klar? Ups, ich wollte nur mal so klingen wie Ray und so. Das ist übrigens, das sind alles, glaube ich, Final Fantasy Charaktere wieder. Das ist Vivi. Ein Hauptcharakter, glaube ich, sogar aus irgendeinem Final Fantasy Teil. Ich weiß nur gar nicht welchen. Aber wie gesagt, meine lieben Freunde, ich beende jetzt hier den Part. Im nächsten Part suchen wir uns eine dieser drei Struggle-Waffen aus
und werden dann wahrscheinlich ein Match gegen Cypher machen. Also, bis zum nächsten Part, meine lieben Freunde. Dieses LP wird männlich. Tschüsselchen.